Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung und zwar zu dem Teil Ideales Gas. Wir wollen uns heute damit befassen, wie Druck, Volumen, Temperatur und Stoffmenge sich zueinander verhalten. Wir wollen das Ganze betrachten in einem System, das sich im Gleichgewicht befindet. Das heißt, dass die Temperatur in diesem System definiert ist und gleichzeitig wollen wir ausschließen, dass es Druckschwankungen in diesem System gibt, wie sie zum Beispiel durch Schallwellen erzeugt werden können. Ein ideales Gas hat gewisse Voraussetzungen. Zum einen wird das Eigenvolumen der Teilchen vernachlässigt. Das ist, glaube ich, ganz legitim, wenn man bedenkt, dass so Teilchengrößen also von Atomen 1, 2 Angström groß sind. Und wenn wir so einen Kubikmeter angucken, selbst wenn wir ganz viele Teilchen da drin haben, dann ist das sicherlich eine Annahme, die wir größtenteils machen dürfen, wenn das Volumen groß genug ist, dass das Gas einnimmt. Also die Teilchen haben kein Eigenvolumen, man spricht davon, sie haben eine Punktmasse. Dann treffen natürlich die Teilchen auch aufeinander und wenn die Teilchen aufeinandertreffen, dann soll dies geschehen, indem elastische Stöße durchgeführt werden. Das heißt, der Gesamtimpuls bleibt erhalten. Und es wird keine Energie in Form von Bewegungen innerhalb des Moleküls überführt. Also elastische Stöße ist eine Voraussetzung für ein ideales Gas. Weiterhin ist eine Voraussetzung, dass keine Wechselwirkungen der Teilchen stattfinden dürfen. Also die dürfen sich nicht anziehen. Und für diesen Fall gucken wir uns einmal an, wie das Volumen in Abhängigkeit von Druck und Temperatur und Stoffmenge sich verändert. Nochmal Achtung! Wir befinden uns jetzt in einem geschlossenen System. Also Austausch von Wärme und Arbeit mit der Umgebung ist möglich, aber die Teilchenzahl bleibt konstant, ganz wwichtig. Die Herren Gay-Lussac und Boyle und Mariotte haben sich mit der Fragestellung sehr ausführlich beschäftigt, wie sich das Volumen verändert, wenn wir Druck und Temperatur verändern. Und aus deren Betrachtungen haben wir das ideale Gasgesetz entwickeln können. Also P mal V ist gleich N mal R mal T. Was bedeutet das? Das heißt, wenn wir die Temperatur konstant halten, dann ist das Produkt von Druck und Volumen ebenfalls konstant. Wir können jetzt verschiedene Auftragungen machen und uns anschauen, wie sich die verschiedenen Größen gegeneinander verhalten. Also wenn wir zum Beispiel den Druck als Funktion des Volumens auftragen, dann sehen wir, dass das hyperbelförmig verläuft. Also P ist proportional zu 1 durch V, wenn wir die Temperatur konstant halten. Und wie groß die Temperatur ist, davon hängt ab, wo diese Hyperbel in diesem Graphen sich befindet. Das ist eigentlich auch ganz anschaulich zu verstehen, denn der Druck ist nichts anderes als eine Kraft pro Fläche. Das heißt, diese Kraft wird ausgeübt durch die Teilchen, die auf diese Fläche treffen. Und wenn wir den Teilchen mehr Platz geben, gibt es viel weniger Teilchen, die auf diese Fläche treffen. Und deswegen muss das Ganze hyperbelförmig verlaufen. So kann man sich das vielleicht auch anschaulich merken. Wenn wir jetzt dagegen das Volumen als Funktion der Temperatur darstellen, dann verändert sich das bei konstantem Druck, also zum Beispiel konstantem Außendruck, linear. Oder wenn wir den Druck als Funktion der Temperatur auftragen, zum Beispiel in einem Dampfkochtopf, dann hängt das von der Größe des Volumens ab. Das heißt, für verschiedene Volumina verhält sich das ebenfalls linear gegeneinander. Und somit haben wir eigentlich, wenn wir das betrachten, ein dreidimensionales System, wo wir also diese Abhängigkeiten zwischen Druck, Volumen und Temperaturen auftragen können. So, jetzt haben Sie gelernt, wie Druck, Volumen und Temperatur und Stoffmenge in einem idealen Gas in einem geschlossenen System sich zueinander verhalten. Nächstes Mal werden wir auch sehen, dass bei Veränderungen des Volumens auch Volumenarbeit geleistet werden kann. Denken wir daran, wir wollen ja verstehen, wie eine Wärmekraftmaschine funktioniert und das wäre der nächste Schritt.